Liebe Wittnerinnen und Wittner, heute melde ich mich vom Wittner Saalbau, um Ihnen, wie ich das in der vergangenen Woche auch getan habe, zu erklären, was der Bürgermeister mit seiner Zeit anfängt und wie die nächste Woche aussehen wird. Ursprünglich hatte ich Ihnen angekündigt, dass wir zwei Ministerbesuche in dieser Woche haben würden. Durch die Corona-Restriktionen war das leider nicht möglich. Auch die Westfälische Kulturkonferenz, die von Montag bis Freitag stattfinden sollte, musste leider abgesagt werden, wird aber im nächsten Jahr und auch in Witten stattfinden. Ich habe mich also am Montag darauf konzentriert, die konstituierende Sitzung des Rates vorzubereiten. Diese war mit 7 Stunden am Dienstag zwar sehr lang, aber wir haben alle gemeinsam die Tagesordnung abgearbeitet bekommen. Dafür auch noch mein herzlicher Dank an die anderen Fraktionen. Ansonsten habe ich sowohl für die Kreishandwerkerschaft als auch für die IHK, für die Mitgliedermagazine, Beiträge produziert, einen Einspieler für das Richtfest der Uni Witten-Herdecke und sehr viele Gespräche mit Amtsleitungen und Dezernenten geführt. Insofern eine sehr beschäftigte Woche und ich freue mich, Ihnen in der nächsten Woche erneut zu berichten. Haben Sie ein schönes Wochenende.